Der Getreideanbau und Handel ist von existenzieller Bedeutung für die Ukraine, oft auch als Brotkorb Europas bezeichnet. Neben der Seeblockade Russlands drohen jetzt weitere Exporteinschränkungen seitens der EU, weil sich 5 osteuropäische Mitglieder für eine Verlängerung der Maßnahmen stark machen. Absolut неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Seit die Regierung in Moskau das Abkommen über ukrainische Getreideexporte gekündigt hat, haben russische Drohnen und Raketen ukrainische Silos und Hafenanlagen getroffen. Die USA erheben den Zeigefinger. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. Auch die Vereinten Nationen warnten bereits eindringlich vor den Folgen der Aussetzung des Getreideabkommens. Innerhalb einer Woche ist der Preis für Weizen um mehr als 14% und der für Mais um mehr als 10% gestiegen.